herzlich willkommen zu unserer heutigen Runde mit dem Kriegerdeck. Heute ausnahmsweise mal. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt. OBS hat gerade eben sich beschwert irgendwie. Ich hoffe, dass es geht. Aber schauen wir einfach mal, wie die Qualität ist. Ich gucke es mir dann nachher nochmal an. Ja. Wir warten immer noch auf unseren Gegner. Ihr seht das Deck auch nochmal an der linken Seite, wie das Ganze ist. Und er müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Ja, der kommt schon. Unser Gegner ist ein... Garrosh, auch ein Krieger. Okay. Trendkiller. Ich werde euch vernichten. Das heißt, er wird wahrscheinlich am Anfang jetzt auch sehr, sehr viel Kleingrusch spielen. Deswegen können wir die hier wegnehmen. Ja, und der bringt natürlich auch als Krieger so sehr schön was. Okay. Wir schauen, was er spielt. Erste Runde, er gibt ab an uns. Wir machen nichts. Er rüstet sich auf. Das ist sehr, sehr schön. Und da er wahrscheinlich gegen ihn nicht direkt irgendwas hat, nehme ich an. Also eine Waffe kriegt er den ersten weg, aber er kriegt auf jeden Fall 4 Schaden da damit. Und das sollte uns eigentlich schon lang, um ihn mit ein ganz klein wenig, um ihn ein ganz klein wenig zu ärgern. So, ja, wie gesagt, er legt eine Waffe an, greift ihn auch erstmal gleich an, kann allerdings danach nichts machen und er liegt immer noch mit 2 Schaden dran. Die Dreierwaffe ist natürlich blöd, wenn wir jetzt ihn spielen würden. Deswegen waffen wir uns mit 2 und legen nochmal ein. Und warten ab, was in Runde 4 kommt. Wir haben hier einen mit Ansturm. Wir haben hier sie, die uns nochmal eine Zweierwaffe gibt. Also je nachdem, was er jetzt ausspielt. Das Dingo! Ja! Okay, der ist natürlich ein bisschen arg stark. Ein, aber er geht ja auf uns direkt, was sehr, sehr schön ist. Wir können mit beiden direkt wegmachen oder wir spielen hier unsere 3-3 plus 2er Waffe. Ich würde eigentlich lieber gern komplett wegnehmen, ich frage mich, ob. Aber dafür müssten wir sie halt eben opfern plus. Ja, ist alles ein bisschen Schrott. Ja, deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal unsere Waffenschmiedin an. Geben ihm schon mal 2er Schaden. Damit er dann eine schöne Möglichkeit hat. Wir hätten auch eine Runde warten können und erst dann... Ja, das ist blöd. War blöd gespielt von mir, gebe ich zu. So. Er bufft ihn auf 6-6. Und holt sich noch einen Trickträger. Das ist natürlich ein 6-6er hier liegen zum lassen. Aber wieso habe ich kein Hinrichten? Das ärgert mich jetzt. Weil 6-6. Ja, wir müssen ihn leider rausnehmen. Zack, er ist auf 5. Und wir danke nehmen ihn runter aus dem Spiel. So, nehmen ihn raus aus dem Spiel. So. Ja, ich hätte nichts anderes als Möglichkeit gehabt. Der musste einfach weg. So. Nächste, er hat einen 4er Ansturm. Der wird uns ins Gesicht gehen, damit. Zurück an die Arbeit! Ja, nee, er möchte direkt alle auf uns hauen. Okay. Wir räumen ein bisschen auf. Erstmal, er muss weg. So, er hat 4 Schaden. Ich kann ihn wegnehmen erstmal. Dann machen wir so. Einmal ihn weg. Er hat 3er. Ich habe noch einen
Vierer da. Ich brauche Karten. Ich spiele einen Vierer Ansturm. Und nehme ihn weg. So, wir liegen zu weit hinten. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Er spielt schon den nächsten Moorkrabbler. Hat natürlich damit nur 3 Schaden, aber das ist okay. Den können wir ihm auch gleich wegnehmen. Zack, einmal. Und wir gehen wieder auf ihn. So, jetzt sind wir wenigstens langsam im Spiel. Das ist schön. Was spielt er jetzt? Okay, der wird ins Gesicht gehen. Ja. Das heißt, wir müssen diese Runde unbedingt uns ein bisschen Schild aufbauen. Sonst bekommen wir ein echtes Problem. Aber wir können hier Gott sei Dank noch unseren Kane Bluthof oder ich spiele 3, 6. Ja, langt nicht. Ich mache das nächste Runde. So. Er braucht 3 extra Schaden. Wenn er eine Elite-Soldatin hat, habe ich ein Problem. Aber er hat keine. Oh, er hat eine Dreierwaffe drauf. Okay. Gut, wir müssen Karten ziehen. Aber schauen wir erstmal, ob es uns langt. Wir brauchen 18 Schaden. Wir haben hier 12 Schaden. 16 Schaden. Okay, langt nicht. Dann gehen wir auf. Lass dich im Herzen sprechen. So, schauen wir mal, was wir haben. Jawohl. Ah, oh, und langt uns nicht. Es langt uns leider nicht. Das ist Schrott. Er braucht 2 extra Schaden. Hat er die? Okay, ich krieg Karten. Gut, das ist schön. Okay. Und? Er hat 8 und es langt ihm nicht. Danke. Ich wähle den Tod. Und der gibt auf. Ich hätte doch hier noch genügend Karten jetzt bekommen durch deinen Wirbelwind. Okay, ja, das war unsere lustige Runde heute mit dem Krieger. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, was wir am Deck verbessern können, schreibt diese bitte in die Kommentare. Es war eine absolut witzige Runde und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis dann, ciao, ciao.